Tatsächlich haben wir seit einigen Wochen einige Herausforderungen mit dem Coronavirus zu stemmen. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast, Herrn Georg Schäfer, sprechen. Herr Schäfer ist bei uns im Hause zuständig für die Bereiche Firmenkunden, Unternehmensentwicklung und das Private Banking. Moin, Herr Schäfer. Moin, Herr Ratzke. Freue mich wirklich sehr auf das neue Format und bin auch schon ganz gespannt. Lassen Sie uns doch loslegen. Auf geht's. In der Corona-Krise scheint es langsam bergauf zu gehen. Wie haben Sie persönlich und privat die vergangenen Wochen erlebt? Ja, Herr Ratzke, die letzten Wochen und Monate waren schon sehr anspruchsvoll. Ich bin jetzt schon 37 Jahre in der Bank. Ich habe 1983 meine Lehre begonnen, habe dann meine Laufbahn im Bundesgebiet durchlaufen und habe das ein oder andere schon erlebt. Wiedervereinigung, Euro-Einführung. Und habe schon als junger Vorstand die Finanzmarktkrise 2007, 2008 erlebt. Und ich denke mir, der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, Oktober 2008, als Peer Steinbrück mit unserer Kanzlerin ein Interview gegeben hat mit dem legendären Satz, die Spareinlagen sind sicher. Da hat man so als junger Vorstand gedacht, naja, jetzt hast du wirklich alles erlebt, mehr geht nicht mehr. Aber das war damals eine Krise, die überwiegend die Bankenbranche getroffen hat, sicherlich auch die Weltwirtschaft, keine Frage, aber längst nicht so flächendeckend wie jetzt die Corona-Krise. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas uns, die Welt, uns alle gleichzeitig so hart treffen kann. Und das Schlimme an der Geschichte ist, keiner kann sagen, wie und wann es endet oder wann es besser wird. Die Politik, das muss man wirklich anerkennen, hat sicherlich aus den Krisen, aus der Finanzmarktkrise, aus der Eurokrise gelernt und hat sich mit aller Macht, mit sehr, sehr viel Geld dagegen gestemmt. Ich denke mir, dies war auch absolut richtig und ist auch absolut anzuerkennen. Aber der Satz, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, ich glaube, der gilt mehr denn je. Und dieser Satz trifft, glaube ich, die Situation, in der wir uns alle derzeit befinden, ganz gut. Wir können diesen Satz, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, auch ganz gut auf uns alle, auf jeden Einzelnen von uns anwenden. Und nach der Krise gilt es, mag sie noch so groß sein, liegt es doch an jedem Einzelnen, wie er oder wie sie mit dieser Krise umgeht. Wir als Bank vor Ort, vielleicht als Ihre Hausbank vor Ort, sehen hier unsere Aufgabe und auch unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung heißt, dies, wo immer es nur geht, zu beraten, Hilfestellungen zu geben. Und dabei muss es nicht immer nur um Kredit gehen. Große Verunsicherungen erleben wir auch bei unseren Kunden zurzeit. Herr Schäfer, wie ist die Stimmung bei unseren Kollegen, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurzeit in der Bank? Herr Ratzke, ich höre und lese in den letzten Wochen viel von Persönlichkeiten, die große Krisen nicht nur erlebt, sondern auch erfolgreich durchlebt, gemeistert und man kann auch sagen überlebt haben. Und mir ist da ein Zitat von unserem Altbundeskanzler Helmut Schmidt hängen geblieben, das die Sache ganz gut auf den Punkt bringt. Helmut Schmidt sagte, in der Krise zeigt sich der Charakter des Menschen. Ich würde es gerne vielleicht sogar ein bisschen ergänzen. In der Krise zeigt sich nicht nur der Charakter des Menschen, sondern auch einer Gesellschaft, eines Unternehmens. Und das Unternehmen, der Charakter eines Unternehmens, ist die Summe seiner Mitarbeiter. Wir sind stolz in diesen Tagen, wirklich stolz auf unsere Mitarbeiter, die in diesen Wochen wirklich Charakter gezeigt haben. Denn sie haben sofort gespürt, jetzt in dieser schwierigen Situation gilt es. Jetzt müssen wir beweisen, was wir immer über 120 Jahre lang gesagt und versprochen haben. Sie wissen, wo sie uns finden. Wir müssen da sein, wo sie uns brauchen. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen da sein, wenn es drauf ankommt. Gerade jetzt darf die Beratung rund um Geld, Liquidität, Beratung in allen Finanz- und Angelegenheiten nicht wegbrechen. Sie ist jetzt wichtiger denn je. Herr Schäfer, Sie sind ja zuständig für die Betreuung der Firmenkunden, die von dem Lockdown als erstes betroffen waren. Wie nehmen Sie die Stimmung bei diesen Kunden auf?
Herzke Ansprechpartner zu haben, ist das eine. Diese aber auch wirklich zu erreichen, ist das andere. Persönlich zu erreichen, das ist wichtig. Und auch einen Rückruf zu bekommen, wenn man ihn mal nicht erreichen kann. Ich glaube, unsere Kunden wissen zu schätzen, wie es ist, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, den auch zu erreichen. Wenn der mal nicht erreichbar ist, in einem Kundengespräch ist oder nicht am Platz ist, dann erreichen Sie unsere Direktfiliale. Dort sitzen Ansprechpartner, die unsere Kundenberater kennen und die dann auch dafür sorgen werden, dass Sie einen Rückruf bekommen oder Kleinigkeiten, die Sie haben, auch direkt erledigen können. Wir sind aber auch für unsere Kunden neue Wege gegangen. Wir haben eine neue Rubrik im Netz kreiert, die da lautet Support Your Locals. Ein Netzwerk im Netz. Wir haben über soziale Medien, aber auch durch die Befragung, persönliche Befragung von unseren Unternehmern abgefragt, wer in welchem Umfang welche Leistungen erbringt und haben die dann auf dieser oder in dieser neuen Rubrik angeboten. Ein Besuch hier ist sehr, sehr interessant. Wir haben festgestellt, dass sehr, sehr viele Unternehmer sehr, sehr kreativ sind und viele tolle Ideen hatten, die wir dort auf dieser Seite präsentieren konnten. Aber das ist nur eine ganz kleine positive Idee. Ich komme noch mal zurück auf den Punkt, der Bedarf aber an Liquidität, an Fördermitteln, an Überbrückungskrediten ist nach wie vor sicherlich sehr stark und wird auch noch weiter zunehmen. Wir dürfen eines nicht vergessen. Die seit dem 18.05. durchgeführten Lockerungen ermöglichen an vielen Stellen nur die Bereitstellung von 50% der Kapazitäten bei vielleicht 100% der Kosten. Aber es ist unser Job, hier die Unternehmen zu unterstützen. Aber es ist auch ganz wichtig, einfach mal nur zuzuhören und mit unseren Kunden zu diskutieren, neue Wege zu diskutieren, neue Maßnahmen zu diskutieren, Ideen mit ihnen gemeinsam zu diskutieren. Und wie schon gesagt, es muss nicht immer nur um Kredit gehen. Das klingt tatsächlich, als gibt es geschäftlich Grund zu vorsichtigem Optimismus. Nun hat so ein Vorstand, der aber nicht nur geschäftliche Aufgaben, in der zweiten Tageshälfte ist er ja auch Privatmensch. Und genau wie ich stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, was wird aus den Kindern? Können die Betriebe weiter ausbilden? Und am Ende, was wird aus meinem Urlaub? Vielen Dank, Herr Ratzke, für die Frage. Familie ist ein Riesenthema und auch für mich und für uns alle sehr, sehr wichtig. Meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter, 19 und 21. Die wohnen auch beide noch bei uns zu Hause. Unsere Älteste schließt gerade ihre Ausbildung in Kiel ab und kämpft gerade mit den Rahmenbedingungen, was ihre Abschlussklausuren angeht. Man kann da einfach immer nur den Rat geben, da musst du durch. Es hilft alles nichts. Unsere Jüngste kam jetzt im März aus einem Auslandsaufenthalt, wie man so schön sagt, Work and Travel, zurück und hat es gerade noch vor dem Lockdown geschafft, wieder nach Deutschland zu kommen. Sie bewirbt sich gerade um einen Ausbildungsplatz zum 1. August in der Hotelbranche, die natürlich derzeit hart getroffen ist. Aber hier ist sowohl bei ihr, aber auch in der Hotelbranche das Glück mit den Tüchtigen. Und man erkennt hier, die Hotels in unserer Region lassen sich durch die Krise nicht groß beeinflussen, sondern die denken nach wie vor weiter an die Zukunft. Und daher sind wir, auch unsere jüngste Tochter, ganz zuversichtlich, dass das hier auch klappen wird. Ja, nochmal Stichwort Urlaub. Ja, wir haben derzeit die Hoffnung auf Andalusien im September. Da fliegen meine Frau und ich in den letzten Jahren immer gerne hin. Noch nicht aufgegeben. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann liegt Eckernförde vor der Tür und wir sind sehr, sehr gerne in Eckernförde. Herr Schäfer, viele Menschen machen sich derzeit Sorge um ihre Vermögensanlagen. Unsicherheit ist hier das Stichwort. Was empfehlen Sie jetzt Ihren Kunden? Herr Ratzke, bei Vermögensanlagen, bei Vermögenssicherung gibt es schon seit Jahrzehnten nur einen ganz, ganz tollen Tipp. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, tief durchatmen und das Gespräch mit seinem Berater oder seiner Beraterin suchen. Wir haben bei uns im Private Banking sehr, sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch wie ich schon
seit Jahrzehnten in dem Geschäft tätig sind und auch schon sehr, sehr viele Krisen durchlebt und erlebt haben. Es müssen in diesen unsicheren Zeiten schon Anlagestrategien sein, die zu den persönlichen Rahmenbedingungen passen oder zu den persönlichen Umständen passen. Herr Ratzke, Krise, wissen Sie, ist immer eine Chance, sein Vermögen zu mehren, aber auch für die Zukunft sicher auszurichten. Mit seinem Berater sollte man dieses genau analysieren und clever investieren. Eine Erfahrung habe ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch persönlich gemacht. Ich wollte immer in diesen Zeiten investieren, habe es dann aber nicht getan. Vielleicht ist das auch mal ein Tipp, mal darüber nachzudenken. Herr Ratzke, erlauben Sie mir zum Schluss doch noch mal ein paar Punkte zu erwähnen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Wichtig ist mir wirklich, dass unsere Kunden nach wie vor wissen, wo sie uns erreichen, wo sie uns finden. Das ist etwas, an dem wir nach wie vor weiter stark arbeiten werden. Bitte denken Sie aber auch daran, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch wir Vorstände. Wir sind nur Menschen und sind in diesen Tagen alle auch sehr stark beansprucht. Wenn mal etwas schief geht, etwas länger dauert, nehmen Sie es uns bitte nicht übel. Aber wer es nicht versucht, sich mit aller Macht dagegen zu stemmen, der wird auch nicht erfolgreich sein. Unsere Unternehmen, unser Mittelstand leistet derzeit großartige Arbeit. Wir als Bank werden, wollen und müssen das auch unterstützen, um gemeinsam wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Ganz zum Schluss ist mir noch etwas wichtig. Jeder, der uns sieht jetzt oder zuhört, sollte bitte daran denken, wenn er irgendetwas kauft oder irgendwo investieren möchte, bitte an die lokalen Einzelhändler zu denken, an unsere lokalen Unternehmen zu denken und diese in Anspruch zu nehmen oder bei diesen zu kaufen. In diesen Tagen ergänzen wir unseren alten Slogan, den Sie sicherlich alle kennen, wir machen den Weg frei, um den neuen Slogan, morgen kann kommen. Vielen Dank, Herr Schäfer. Vielen Dank, Herr Ratzke.